Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Falls du eventuell die letzte Folge nicht gesehen haben solltest, wegen was auch immer, hier nochmal eine ganz kleine Info. Ich nehme diese Folge direkt nach der letzten auf, da ich tatsächlich am Wochenende unterwegs bin und Gras anfasse. Das wird mir in den nächsten Monaten dann natürlich nicht mehr passieren, weil ein Wochenende reicht für soziale Kontakte. Ansonsten möchte ich mich gerne wieder vor den PC setzen. Aber da ich ja, wie du weißt, immer nur an den Wochenenden aufnehmen kann, rendern, hochladen, alles vorbereiten, alles soweit fertig machen und so weiter und so fort. Es sind halt nur 2 Tage, die ich Zeit habe für eine ganze Woche, sage ich jetzt mal. Muss ich jetzt schauen, dass ich alles irgendwie hintereinander weg hinbekomme. Sonst müssen wir leider 1 oder 2 Videos ausfallen lassen. Aber ich denke mal, Genshin haben wir zumindest schon einmal im Kasten. Und ja, ich habe mich schon mal zum Krankenhaus begeben, damit wir den Weg nicht laufen müssen, denn ich musste wirklich von hier einmal hier runter. Und ja, habe mir nebenbei noch ein paar Truhen und so mitgenommen. Damit wir ein paar Urgesteine kriegen. Ist das der Platz? Es ist in terrible shape. Und es ist Sand everywhere. Okay, Paimon. Empty and forgotten. Oh, I hate the... An ideal place to hide people. Okay, kann ich weitergehen? Alles klar. Na, wie gut, dass ich dort stehen geblieben bin. Sonst hätten wir jetzt dieses Gespräch verpasst. Ich meine, war jetzt nicht wichtig, aber... Ja, keine Sorge. Ich habe Kaseboy ja am Start, ne? Und meine Miko. Und dann klettern wir einfach mal rauf, warum auch immer. So, und mein Tainari knallt alles weg. Oh, natürlich hast du hier mittendrin gestanden. Ah. So. Noch mehr Gegner im Anmarsch. Heide Witzka! Warte, nein. Wow, das wollte ich nicht machen. Wir haben noch... Oh, okay. Lass mich in Ruhe! Ja, so kämpfe ich immer. Oh, boy! Oh, bleib doch mal locker. Bleib dich in Ruhe. Ah, weißt du, Alhäschen, hättest du ja ruhig mal helfen können. Was für eine Art Gegner hast du denn erwartet? Super strong bandits? Or monsters? Also wir haben eben ziemlich den Hintern versohlt gekriegt. Or, you know, something like that. Ha. Super serious. We gotta stay on our A-game too. Wir werden gewinnen. This is the one. Okay. Ha! Oh, super! Ich muss das gar nicht selbst öffnen. Ja, wahrscheinlich für den Fall, dass jemand so viel Pech hat, dass der keinen Dendro-Charakter hat, ne? Ja, Paimon. Hello? Let's go in and take a look. Okay. Ich hoffe, dass in dieser Aufnahme jetzt mal alles klar gehen wird. Ihr durchsucht das verlassene Krankenhaus gewissenhaft. Die letzten beiden Aufnahmen ist ja immer irgendwas schief gegangen. Und eben hatte ich auch Internetprobleme. Kann sein, wir werden auch wieder rausgeschmissen. Ah, immer was Neues. Huh? Shawnee says she only hears the crying at night. Okay, okay. We have time to burn. Alles klar. Until then. Wird er lesen? Oh mein Gott, das ist so sexy. I'm taking a break. Ah, darf ich mich daneben setzen? Ah, yeah! Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. Was liest denn da? Quantenphysik? Okay, sure. The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Vielleicht sollte ich dir das Lesen und Schreiben beibringen, Paimon. Vielleicht solltest du auch einfach mal erwachsen werden und etwas lernen. Ich mach mal das Erste. Hey, Paimon!
to vet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Ist ja gut, Paimon ist ganz toll und brav. Es wird dunkel. Ja, sieht schön aus. Heute noch. Nein, schön wach bleiben. Siehst du, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Huh? What was that sound? There it is. Huh! Nee, ich will nicht. Wird das jetzt ein Horrorspiel? Nee. Okay, du gehst rein, ich warte hier. Alles klar, gib mir mal dein Buch. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Wow, was machst du denn? Ein Headbang oder was? It's from below. Oh ho ho, was unten ist, bleibt unten. Lass das mal. Something is off about the interior here. Okay. Okay, die geht von alleine. Ja, schön, ich trinke mal so lang was. As I thought, there's a hidden structure. Ach nö. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Okay. Let's go. What? Wieso bin ich hier wieder draußen? Even a mist flower would melt in this heat. Aber das muss man ja... Now that I think about it, it wouldn't. But you... Mann, Tainari. Das muss man aber tatsächlich sagen. Nochmal ganz kurz zurück zu Paimon. Sie ist ja an sich nicht so richtig intelligent, ne? Ich glaube, da ist hier... Da müsst ihr jetzt durch. Da müssen wir jetzt hoch. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Aber... Oh, ehrlich? Okay, wartet. Aber tatsächlich gibt es dann wieder Momente. Wie ist es hier nicht? Oh, ach, da unten. Okay. So, aber tatsächlich gibt es dann wieder Momente, wo Paimon Sachen weiß, die sie an sich ja eigentlich gar nicht wissen könnte, ne? So Special-Sachen. Weißt du, was ich meine? Freischalten, okay. Und das finde ich immer sehr suspekt. Ich meine, wir wissen... Okay. Es gibt ja zu Paimon sehr extreme viele Theorien, wer es sein könnte und so weiter. Ich hoffe nur, dass sie uns nicht verraten wird irgendwann. Davor habe ich ja ein bisschen Angst, dass dann Paimon ja böse ist oder was auch immer. Es gibt ja, wie gesagt, so einige Theorien. Into the wind. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Paimon mit Absicht mehr weiß, als sie zugibt. Oder ob sie das so unterbewusst macht und das eigentlich gar nicht so checkt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ich weiß nicht. Dann gibt es halt wieder, wie gesagt, Situationen, wo Paimon so total geflasht ist. So nach Motto, hä? Wie jetzt? So und so und so und so. Und dann andere Momente, da haut sie dann Sachen raus, wo du denkst, so, okay, woher weiß denn das jetzt? Naja, auf jeden Fall... Bin ich gespannt. Hast du auch schon ein paar Theorien über Paimon gelesen? Und wenn ja, welche findest du am eventuell wahrhaftigsten? Welche könnte wahr sein? Welche nicht? Das ist, schwierig. Can't see. Haben wir's? Oh no, noch mehr! Warte mal, lasst ihr was fallen? Ich glaube nicht, weil ich brauche euer Zeug. I'll uproot you. Ach, heute noch. One with nature. Ja, ich könnte Blitz benutzen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die dann doch was fallen lassen und dann kriege ich nicht... Nein, die lassen nichts fallen. Schade. Denn die lassen ja die Sporen fallen, die ich für Tainari brauche. Doch wenn du Blitz oder Feuer benutzt, dann ändern sich die Sporen in diese inaktiven... Ich komme nicht drauf, wie die gerade heißen. Und die brauche ich ja nicht. Okay, jetzt kann ich hier rein.
Oh, okay. Was haben wir hier? Mahlzeiten dieser Woche. Ernähre dich gut, Moment. Mache regelmäßige Ruhepausen und bleibe bei guter Stimmung. Montag, Minzbohnensuppe. Tajin, Mittagessen. Curry Garnelen, Pani Puri. Wenn ich es falsch ausspreche, sorry. Dienstag, Salat Biryani. Ist das Mittagessen? Fisch in Milchsoße. Kartoffelbrot. Oh, das hört sich lecker an. Mittwoch, Shakshuka. Bohnenreiskuchen. Der Rest ist leer. Okay. Manches hat sich gut angehört, manches nicht so. Eilmitteilung. Patient Abbas, männlich, 23 Jahre alt, hat ein Muttermal an der linken Schädelseite, ist linkshändig. Da der Krankheitszustand weiterhin überaus ernst ist, steht in akuter Todesgefahr. Ohne die Behandlung durch einen Spezialisten ist das Leben des Patienten, sobald dies entdeckt wird, muss sofort eine Benachrichtigung erfolgen. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben und musst optimistisch bleiben. Wisse, dass alle unter dem Blick der Götter stehen und gib auf keinen Fall auf. Aufgrund des hohen Alters des Dokuments und des damit einhergehenden schlechten Zustands ist der restliche Text nicht mehr entzifferbar. Ja, da war sowieso manches nicht mehr entzifferbar. Es war so seltsam abgehackt. In einer Notfallsituation bitte sofort den am jeweiligen Tag diensthabenden Arzt verständigen. Das wäre dann ich, weil ich bin ja gerade hier. Montag, Ibrahim. Dienstag. Oh, ausgeschwärzt. Oh. Mittwoch. Amodi. Der Rest ist leer. Warum ist da einer ausgeschwärzt? Jetzt haben wir hier. Alte Vase. Du blickst in den Flaschenhals hinein. In der Flasche scheint noch ein schwarzer Stängel zu sein. In die Flasche wurde damals wohl Blumen gesteckt. Die Worte für Elvin wurden in den Flaschenboden eingebrannt. Dies diente wohl als Geschenk für eine Person namens Elvin. Oh. Das ist, oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Sei vorsichtig! Leg los, du gehst vor, Paimon. Okay, Al-Haytham geht vor. Super. Noch besser. Punkt, Punkt. Ja? Ist das der, den wir gesucht haben, der Opa? Didn't expect to see him here. You know Ja, wer ist das? He's Razak, a senior of mine at the Oh, Academia. okay. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was Oh. never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reached Satyavada life. Wie konnte dann das mit ihm passieren? Leaving that question aside for the moment. Him being here alone means that we Ja, vor might allem, be wie ist er too hier late. reingekommen? Wir haben ja gerade Looks like alle they've Siegel already taken everyone aufgehoben. away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come Oder back das war for him. Absicht. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Punkt, Punkt, Punkt. Ich tue jetzt einfach mal wieder so, als würde ich nachdenken. Oh, ich schwör, habe ich mich erschrocken? Was erschrecke ich mich denn hier die ganze Zeit? Was soll das? Der Verrückte von der Goldbrigade. Oh, weil die ja in, der hat ja in diese, Correct. du weißt The schon, Academia is in behind dieses all Ding of da this. It isn't reingeguckt. Wie difficult to heißt deduce das? the rationale. Oh mein Gott, er redet, ohne was zu sagen. First, the Academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection
emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru Village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru Village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto King Deshret's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru Village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, oh, they were ich hab gerade genau dasselbe gemacht wie Anjo. They become missing persons. Ich hab auch gerade meine Arme verschränkt. Das sah so lustig aus. Du hast es jetzt natürlich nicht gesehen, weil mein Video war das ja nicht wach. Aber das sah eben so witzig aus. Also aus meiner Perspektive. Ach so. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean, can't knowledge? Das ist so crazy English! Stellt euch mal vor, die lutschen dir dein Gehirn aus. Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. Woher weißt du von dieser Technik? Berechtigte Frage, Anjo, super gemacht. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? Nein, falsch. Die meisten dieser wahnsinnig gewordenen Gelehrten waren im Wald mit der göttlichen Erkenntnis verbunden. Das ist es, was die Akademie will. Oh, okay, es geht weiter. Man kann sogar sagen, dieses Wissen hat mit den Fatui, Il Dottore und Scaramouche zu tun. Sie nutzen es, um Scaramouche in einen Gott zu verwandeln. Das haben wir ja schon gesehen. The look on your face tells me you've realized the answer. Bin ja auch schlau. Die Akademie braucht Leute, die mit der göttlichen Erkenntnis in Berührung gekommen sind. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean, you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry.
Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Mm-hmm. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Regeln, meine Lieben, Regeln! Everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Doch nicht allhelfen. Not to be callous, but no. The criteria are a little more restrictive than boy. That. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. Ist nicht möglich. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. Deine Absichten sind spezieller und persönlicher. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. Schaut euch mal sein Oberkörper an. Alter Schwede. Damals dachte man ja, Ito wäre der Gebuffte hier. Aber als Alhazim kam, Heidewitzka. Ah, schnell! Er lehnt zwar höhere Gerechtigkeit und Verantwortung ab, aber er erkennt die Logik von den extrem individuellen Handlungen an. So eine Person ist vielleicht gut als Kamerad geeignet. Denken wir etwa strategisch? Ich glaub's ja nicht. You're probably right. Ja. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Sind wir? Uniqueness finden wir das nicht alle cool? Is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more ja, to it than that. Ja, das stimmt. Jeder ist anders, ne? Und was machen wir mit ihm? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. Du trägst ihn aber, okay? Next step after we return to Aru Village. Okay, let's go back. Aber lass mich noch mal ganz kurz hier rumschnüffeln. Haben wir hier noch irgendwas? Schnüffel die. Hallo? Truhe? Gib mir wenigstens eine Truhe. Hallo? Achso, wir brauchen ja noch einen Schlüssel, ne? Das gucken wir noch mal ganz kurz. Es wäre nur schwer vorstellbar, dass dieser schmutzige Tontopf einstmals zur Aufbewahrung von Süßigkeiten verwendet wurde. Wenn auf dem Hals des Topfes nicht in krakeliger Schrift die Worte Abas und Süßigkeitentopf eingraviert worden wären. Auf der Schüssel steht folgender Name: Alvin. Schon wieder Alvin. Ja, warte mal, wo ist denn der Schlüssel, Mensch? Auf der Schüssel steht folgender Name: Hakim. Okay, wenn ich den Schlüssel jetzt nicht hier auf... Nee. Okay, ist egal. Ich mache das dann später nochmal, falls ich mich jemals wieder daran erinnern sollte. Genau, hier war ja auch nichts, ne? Okay, schade. Ich dachte, wir könnten das, die Kommode da oben noch öffnen. Aber ist okay. Ich suche das jetzt nicht. Sonst kriege ich Haue von dir. Ja. So, dann wollen wir mal rein. Hallo! Candace! Bin wieder da! Wir sind zurück. Oh, Sino ist auch da. Hello, alle miteinander. Ach so, ich habe automatisch wieder ausgemacht. You should rest and take some water. Ja, darf ich auf deinen Schoß? What's the situation? Oder auf dein? Oder dein? Oder dein? Unfortunately, den haben wir aufgegabelt. To take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. Ihr erzählt einem, was ihr in dem verlassenen Krankenhaus erfahren habt und die Schlüsse, die ihr daraus gezogen habt oder was auch immer da stand. At one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet... they fled once we were headed to the village.
Almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Hm. Yeah. Why is that? Ja, warum? Ich werfe es einfach mal mit in den Raum. Oh mein Gott, Kenneth redet nicht. Oh. Oh mein Gott! Der verrät uns. Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Oh, ich liebe es, wenn er so schlau redet. Meine Güte. Hast du etwas herausgefunden? Sino. Huh? You're the reason why they can predict our movements. Damn! Sino, du Racker! What's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. Whoa! Wartet mal, ich bring mal kurz meine Pommes in Sicherheit, die ich immer noch nicht habe. So what you're saying meine Pommes Frites. Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhatham, since you were always oh, jetzt, oh my gosh, lass ihn doch mal ausreden. I know. You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. Naja, ist auch der Mahamatra, oder wie sich das nennt? Do you remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action oh, against someone, und sie ziehen dann auch Informationen aus ihm raus, oder wie, oder was? Including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? Ja, er sagt zwar, der ist zwar quasi abgehauen, aber if you want to raise a vicious wolf, wenn er auch irgendwas kriegt, sure that you can avoid its dann wissen bite. Die ja, wo er ist. The Academia is monitoring me? It's not that simple. Jetzt renn nicht hin und zerstöre die Akademie, ja? Wir müssen erst noch Nahida holen. Every so often comes a Nyagarbha day. On this day, die ist immerhin in den Händen der Akademie. New information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment. Kleiner Schnüffler! You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. Nah. The Akasha is capable of computation. Und somit weiß sie immer ungefähr, wo Sino ist. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. However, the fact that you resigned is proof that their suspicions were well-founded. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. Aber wie kriegen wir das jetzt hin? Soll er gehen? They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. Genau! So. I have an idea. Und jetzt sag nicht, Alhazim, so nach dem Motto, doch hätte man! My movements. Then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Na, der Ort, an dem Sino gerade war. Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Paimon, du wirst immer schlauer, du Schlauerchen, du! Oh, was ist los? Der? I must go. Okay. There's also something I want to investigate. Nee, jetzt geht doch nicht einfach alle! Please, wait! I want to go too! Ah ja, du möchtest den Opa ja sehen, ne? Oder Finn. You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe.
I want to find Grandpa. I promise, I'll be careful. No. Okay, Isa, komm mit, aber bitte pass auf, ja? I leave him in your hands. Okay. Yay, let's go! Let's go! With you. Badam, badam. Raymond feels like we're missing someone, though. Hmm. Noch jemanden? Ach ja, der ist ja abgezogen. Folge Sino. Damit habe ich kein Problem. Okay, ich lasse es. Ah. Sino! Warte, Sino? Gott, warum muss ich denn so weit laufen? Hello? Ich meine, ich renne ja gerne hinterher, ne? Aber so weit denn nun auch wieder nicht. Ich bin faul. Juhu! Wo bist du denn? Boah, was bist denn da hinten? Ehrlich? Okay, wir haben es gleich geschafft. Das nächste Mal bitte nicht ganz so weit, ja? So, where do we go from here? Mit unserer geilen Gang. Sino, rufe dir deinen bisherigen Weg ins Gedächtnis. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Ja. Okay, dann mal los. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. Oh, okay. Oh, da oben ist noch ein... Nee, da komme ich nicht hin. There's something here. Ja? What's this? Ja, zeig doch mal. It's buried in the sand. Hm. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. Oh nö, ich laufe doch schon die ganze Zeit hinterher. Ja, danke, Paimon. Wir beide, wir Gedächtnisschwestern hier, wir Brains. Keine Debatte, Paimon. Oh Gott, Anjo, lass das. Paimon, ich bin ganz bei dir. Okay, okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, it looks like it's buried Na, so tief kann's ja nicht sein, wenn wir's ja schon sehen. Mit etwas Anstrengung habt ihr das im Sand versteckte Ding freigelegt. These are likely fragments of an Academia-developed device. Something akin to a headset. Ja, das sieht wirklich danach aus. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way, because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Okay. Die Gruppe teilt sich auf und durchkämmt unter großen Anstrengungen in die Wüste. Aber glücklicherweise dauert es nicht lange und aus einem Sandhaufen im... Ich weiß nicht. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? It can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, ich weiß nicht. What? Ich sag's gleich, ja? I hope you're okay. Oh, Isa, dein Opa geht's bestimmt gut, ja. Rezak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Okay. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Das glaube ich auch. Let's keep going. They can't have gone far. Wie einfach jeder irgendeinen schlauen Spruch sagt und wir tun dann immer einfach so. Leute, jetzt ist OBS gerade abgeschmiert und wollte nicht wieder starten. Ich habe euch ja schon in der letzten Aufnahme gesagt, dass OBS ein Update hatte. Und ich habe ja dann immer Angst, dass irgendwas nicht funktioniert. Und da kam es jetzt auch schon. Und da OBS abgeschmiert ist, ist ja dann alles abgeschmiert. Also ich musste auch Genshin neu starten. Wir gucken jetzt mal, wo wir stehen geblieben sind. Es kann sein, wir müssen das Gespräch jetzt nochmal durchlaufen. Denn klicke ich mich einfach mal ganz schnell durch, ja? Oh, okay, anscheinend doch nicht. Das Gespräch ist gespeichert von Genshin aus. Ah, okay, und jetzt funktioniert, du siehst es da oben rechts, jetzt funktioniert mein Internet wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich momentan so krasse Probleme mit allem habe. Okay, wir sind wieder am Start. Das ist unglaublich. Meine Güte, ich weiß einfach nicht, was momentan los ist. Nichts funktioniert. Aber gut, was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Vielleicht sind es gerade die ganzen Updates oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber Genshin funktioniert in letzter Zeit gar nicht mehr richtig. Voices. Over there. Ja, ich habe gerade gesprochen. It sounds like an argument.
Okay. Whoa, you have really good ears. Ja, gute Ohren, du! Don't get any closer. They'll notice us. Okay, ich werde auch ganz weit wegstehen. Dee is talking with the Eremites? Very interesting. Ja, redet ruhig weiter. Es ist nicht so, als ob die euch nicht auch hören könnten. You had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars, you don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dee. Dee? Why would you... Dee! Oh, Isaac! No! Hey, what are you doing? Ach, das ist immer das Problem mit Kindern. Didn't you say you'd help me find Grandpa? Ich meine, es ist logisch, dass die von Emotionen dann überwältigt sind und dann Sachen tun, ohne nachzudenken. Ich meine, machen Erwachsene auch, ne? You've betrayed Aru Village. So, this is the great General Mahamatra. Dee, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Rahman. You of all people should know that. Uh-huh. Wait, what's going on, Dee? Whose side are you on here? Auf welcher Seite stehst du? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Bitte? Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Rahman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village keep... mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is one in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the Academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Wie wir da einfach alle in einer Reihe stehen, ne? We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the Academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia. But neither of them are as arrogant as you are. Aber sie gehören mir, ja? Frag nicht, ob sie Single sind, ja? More like pawns of the Academia. Das muss ich dich leider umnieten. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukadavada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the likes of you. Da hat einer keine Haare! My boy! It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? I'll hate him? Fragezeichen? These people have no value as bargaining chips. But I could be persuaded to take their place as your next hostage. Oh, yeah, that's true, allerdings. But I'll hate him. No! These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. Ich will bei dir bleiben. So, you want to trade? Nein.
Think you can talk me over with that confident look of yours? Yeah. I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? Da hat er recht. You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Mann, not so fast. Oh, ja, nicht so schnell hier. Do you hate them? Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. Oh. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Oh. Good. Diese Stimme. Ron, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Hä? Ja, nee, behalte Come mal. Come on, Rahman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. Ja, wir sieben den jetzt nicht ab, ne? What if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, dear. We're mercs. The mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. What? Don't listen to him. He's not even trying to negotiate. He just wants to make things more difficult. Genau, ich nicke einfach mal. That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rahman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. What the hell? Nein. Ich brauche den noch. Ja, wir vermöbeln die. Los, was anderes kann ich sowieso nicht. You don't have to go this far. Okay, That's alles klar. That's not for you to decide. Do it. Dea! Dea, run! Stop. Oh. What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Alles klar, Meet me baby. In the desert at noon tomorrow. Darauf nick ich einfach mal energisch. Oh. Haben wir ja noch mal Swing gehabt, ne? Ich dachte eben, das stürzt wieder ab. Das war so lange schwarz. Das Bild. I was really counting on him not going through with it. Ja, das war aber ganz schön gewagt. Was crazy. Have you all lost your minds? What if he actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Ist gut. Bitte geh nie wieder so ein Risiko ein. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Geh nie wieder so ein Risiko ein. Sonst wasche ich dir den Kopf. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from.
Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. Isaac, this is absolutely in Ordnung. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? Was man sieht, das glaubt man ja immer erst einmal, ne? Ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen oder zu wissen. The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Das ist nur sein Objektivismus. Achte dich drauf, er ist halt so. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. Okay. Ihr kehrt alle ins Arudorf zurück und ruht euch in euren Zimmern aus. Aber wie stehen die Chancen? Wird alles glatt gehen? Alles ist ungewiss. Wow! Das ging flott, die Karotti zurück. Geheimnis der sengenden Wüste. Warte bis zum nächsten Morgen, 6 bis 8 Uhr. Gut, aber ich werde hier wieder die Aufnahme beenden. Im Sande verloren, okay. Ich werde hier die Aufnahme beenden. Wir machen aber noch ganz kurz die Errungenschaften. Und zwar die Illusion. Was? Illusorische Stadt. Begegne Luftspiegelungen zum ersten Mal in der Wüste. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe währenddessen noch ein paar Kisten eingesammelt. War es das schon? Nein. Schatzsucher im Treibsand 1. Öffne 60 Truhen in den Gebieten. Ja, in ganz vielen Gebieten. Und schließ 10 Zeitherausforderungen ab. Super. So, dann gucken wir nochmal, meine Lieben. Don't be afraid. Was haben wir denn hier so? Oh, nur 2. Aber wir haben hier auch 2. Wir fangen erstmal hier an. Wir fangen... Oh, wieder mit leichter Kost an. Keine Waffe, keine Waffe, keine Waffe. Sayu, thank you. Oh, ich habe immer so Angst, dass eine Waffe kommen könnte. So, und ich glaube, passt mal auf, ich glaube, wir können jetzt zum Händler und ich habe, genau, ich habe 5 von, wie heißen die, Sternenglanzteile. Und somit haben wir jetzt 3. Wir sind immer noch bei den 50-50, ich bin, glaube ich, bei PD 20 oder sowas. Also ich erwarte nichts, aber na komm, man weiß ja nie, ne? Achso, welche 4er haben wir denn eigentlich? Ach ja, die sind okay. Ich glaube, Farusan habe ich noch nicht mal. Bin ich der Meinung. Hm? Ah, das ist ja traurig. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich hätte gerne den Wanderer, aber... Ja, gut. Ich kann mich nicht beschweren bei 3x50-50, die ich gewonnen habe. Oh, und Baiju ist auch so ein toller Charakter. Ich weiß, viele mögen den tatsächlich nicht, aber ich finde ihn absolut klasse. Also das sind 2 Banner, die für mich persönlich absolut Bombe sind. Okay, aber ja, ich würde gerne den Wanderer haben wollen. Also eigentlich will ich beide haben, aber so ist das Leben. Ja, ist die Frage, willst du für einen ziehen? Ich weiß bei einer Zuschauerin, dass sie auf jeden Fall auf den Wanderer gewartet hat. Das hat sie mir schon gesagt. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ob einer von euch in diesen Bannern reinziehen möchte oder auf einen neuen wartet. Kannst du mir ja gerne mal sagen, ob du rein donnerst oder eben nicht. Und damit danke ich dir wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und bis dahin, bye bye.